Moin Leute! Moin! Herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. Heute mit der zweiten Textaufgabe unserer Playlist. Hierfür ist es wichtig, dass ihr die vorherigen Videos der Playlist gesehen habt. Genau. Genau, fangen wir mal an. So. Wie ist die Aufgabe? Folgende Aufgabe. Noch ein, zwei Sachen vielleicht dazu. Macht euch eine Zeichnung. Nehmt euch Zeit für die Aufgabe. Wenn ihr das könnt, habt ihr es wirklich drauf. Genau. Immer. Sobald ihr irgendwas um Rechtecke, Dreiecke, Quadrate, sobald es darum geht. Zeichnet ein, zeichnet die Seiten ein. Und jeder Satz ist meistens auch in dem Fall so eine Gleichung. Genau. Ja? Passiert mal. Genau. So, seht ihr? Selber, sogar wir haben es gezeichnet. Genau, für euch. Genau, wir haben die Seiten jetzt A und B genannt. A ist bei uns die lange Seite und B die kürzere. Ist aber egal, ihr könnt es auch genau umdrehen. Genau. Ja? Könnt ihr auch anders benennen, wie ihr wollt. Auch Herbert, Hubert, wohl H und H ist vielleicht nicht so gut. Aber Willi und Hubert. XY. Ja. Genau. Aus diesem Satz folgt schon, wie du schon gesagt hast, eine Gleichung. Also. Der Umfang ist 24 cm. Wir wissen, der Umfang eines Rechtecks sind alle vier Seiten miteinander addiert. Also A plus A sind 2a plus B sind 2b. Und das sind 24 cm. Das ist schon mal unsere erste Gleichung. Genau. Die zweite wird ein bisschen komplizierter, aber wenn man so rangeht, kriegt man es auch hin. Ja. Das ist der zweite Satz. Die längere Seite wird halbiert. Aus A wird nur noch ein halb A, hier auch, und die kürzere Seite wird um 3 verlängert, also plus 3. Auf beiden Seiten, genau. Ja, um 3 cm wird 3 addiert. Jo. Jetzt müssen wir wieder einfach mal rum, das plus das plus das plus das. Und das ist 23 cm. Genau da steht da. Ja, also überlegt euch genau, welche Informationen im Text habe ich und wie packe ich das in eine Gleichung. Also nochmal aufgeschrieben für euch. Ein halb A plus ein halb A plus B plus 3 plus B plus 3. Das ist gleich 23. Kann ich jetzt gut zusammenfassen. Ne? Genau. Ein halb A plus ein halb A ist ein A. Ne? Ein halber Apfel plus ein halber Apfel ist ein ganzer Apfel. Genau. Bs, B plus B, 2B. 3 plus 3, 6. Ist gleich 23 cm. Genau. So, jetzt haben wir unsere zwei Gleichungen. Und unsere zwei unbekannten A plus B, ja, die hatten wir schon von Anfang an, aber jetzt haben wir endgültig unsere beiden Gleichungen, mit denen wir rechnen können. Jetzt gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Genau. Für uns bietet sich das Addition oder in dem Fall Subtraktionsverfahren an, genau. Weil hier steht 2b und hier steht 2b. Wenn ich die Gleichung voneinander subtrahiere, fallen die b's weg. Genau. Ja? Dabei könnt ihr 1 minus 2 oder 2 minus 1 rechnen, genau. Wie ihr wollt. Man könnte theoretisch auch die 6 erst noch rüberbringen. Macht es vielleicht ein bisschen einfacher, aber ist auch egal, werdet ihr gleich sehen. Genau. Also, auch wenn ihr ein anderes Verfahren habt, kein Problem, ihr müsst aufs gleiche Ergebnis kommen, genau. A gleich 7. Aber pass auf, wie kommen wir dahin? Wir rechnen die erste Gleichung minus die zweite. Das heißt 2a minus a, 2 Äpfel minus 1 Apfel, bleibt ein Apfel übrig, 1a, also a. B minus 2b minus 2b ist 0, fällt weg. Und hier würde stehen, ja, steht da plus 0, also nichts. 0. Also, oder nichts. Genau. Minus 6 sind? Minus 6. 24 minus 23 sind? 1. Genau. Wenn ich jetzt hier plus 6 mache, steht da 7. Wenn ich die 6 hier rübergebracht hätte und dann subtrahiert hätte, würde ich gleich auf a gleich 7 kommen. Ja? Also. Hast du noch Ergänzung dazu? Nee. Nee. Ist super. Super. Genau, natürlich müssen wir jetzt noch B herausfinden. Ja. Dafür setzen wir so wie immer einfach mal A in eine der beiden Funktionen ein. Gleichung, ne? Hier? In eine der beiden Gleichungen, genau. Eine richtig einfache Gleichung gibt es hier jetzt nicht. Muss man jetzt schon ein bisschen Äquivalenzumformung haben, machen. Genau. Aber A ist gleich 7, seht ihr hier. Wichtig, mal, ne? Ja. Nicht, dass ihr plus oder einfach eine 27 dahin schreibt. Das ist ein Mal. Und dann steht hier 14 plus 2b gleich 24, minus 14, über 10 durch 2, b gleich 5. Und fertig ist die Nummer. Genau, ja? Das war's dazu. Genau. Wenn ihr die beiden Textaufgaben euch angeguckt habt, also die und die davor,
Seid ihr schon gut vorbereitet. Genau, wenn ihr jetzt in 2 Wochen erst eine Arbeit schreibt oder jetzt irgendwann bald, guckt es euch kurz vorher nochmal an, rechnet es vielleicht selber durch, vielleicht vergisst man das und dann ist eine super Übung. Genau. Ja? Gut, Leute, bis dann. Ciao. Ciao.